Hallo, liebe Zuhörer und Interessierte. Nun habe ich hier einen Artikel gefunden bei Focus Online. Da bin ich ja fast aus dem Stuhl gefallen. Also da bin ich ja echt schockiert drüber. Ganz ehrlich. Wir lesen mal. Baden-Württemberg. Eine Stadt wirft Dutzende Mieter raus, um Platz für Geflüchtete zu machen. In der Stadt Lörrach in Baden-Württemberg müssen demnächst rund 40 Menschen aus ihrer Wohnung ausziehen. Der Grund: Der Wohnkomplex, der aktuell von einer städtischen Tochtergesellschaft betrieben wird, soll nun von der Stadt angemietet und in Wohnraum für Flüchtlinge umgewandelt werden. Stadt schmeißt Mieter raus, um Platz für Geflüchtete zu schaffen. Die Unterbringung von geflüchteten Menschen stellt die Kommunen aktuell vor große Herausforderungen, schreibt die Stadt in einer offiziellen Mitteilung. Die Stadt Lörrach ist derzeit auf kurzfristig verfügbaren Wohnraum angewiesen und kooperiert unter anderem mit dem städtischen Tochtergesellschaften Wohnbau Lörrach. Ja, haben wir denn jetzt bald Lörrach in jedem Stadt und Dorf, die jetzt knappe Wohnungen haben, wo die ganzen Geflüchteten Ukrainer oder auch andere hier aus dem Mittelmeerraum jetzt in Turnhallen, Lagerhallen untergebracht werden. Und die finden schon keine Wohnung, aber damit die Turnhallen frei werden, damit dann neue nachkommen. Die Turnhallen werden ja nicht schwer. Das ist wie so ein durchlaufender Posten hier. Und dann sollen jetzt schwache, die Schwächsten unter uns Deutschen sollen jetzt ihre Wohnung gekündigt werden und dann irgendwie umgesiedelt werden, oder wie verstehe, oder landen die nachher alle auf der Straße? Wir werden sehen, was wird hier. Ein Brief an die Mieter des Wohnkomplexes schlägt derzeit in den sozialen Medien hohen Wellen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Für sie bedeutet das, dass wir in Kürze mit ihnen vereinbartes Mietverhältnis kündigen werden. Da haben wir dann echt noch hier so einen Brief. Ja. Also werden in Kürze, wegen Flüchtlinge müssen die Wohnung kündigen, und die bemühen sich aber für die neue Wohnung finanziell und dazu helfen. Also jeder Umzug ist immer für viele Personen ein Albtraum. Ne? Machen wir uns da auch nichts vor. Ne? Für die Zeit danach bietet die Stadt den Mietern ihre Hilfe an. Allerdings werden wir ihnen alternativen, geeigneten Wohnraum anbieten und sie beim Umzug unterstützen, auch finanziell. Für den 27. Februar lädt die Stadt zu einer Bewohnerversammlung ein und bittet dringend um Teilnahme. Auch Einzelgespräche mit den Bewohnern soll es geben. Ein dumm dreistes Schreiben, das leider nur die Stimmung gegen Flüchtlinge anheizt. Ja, das sehe ich dann genauso, ne? Gegenüber der Bild-Zeitung zweifelte Rolf Gassmann, Landesvorsitzender der Deutschen Mieterbundes in Baden-Württemberg, bereits an der Rechtmäßigkeit der Kündigungen. Die Unterbringung von Flüchtlingen ist laut Mietrecht kein Kündigungsgrund. Ein dumm dreistes Schreiben von der Wohnungsbaugesellschaft, das leider nur die Stimmung gegen Flüchtlinge anheizt. Sehe ich absolut genauso. Ich meine, wie seht ihr das? Schreibt mal in die Kommentare rein. Stell mal vor, wir bekommen jetzt so ein Schreiben, ich wohne ja auch hier zur Miete und muss dann hier wegen, ja, da gibt es ja mehrere Gründe. Wenn man jetzt sagt, hier wohnt man alleine in einer 70 Quadratmeter Wohnung, und dann sagt dann die Stadt, nein, die Wohnung ist dann zu groß, ihr müsst euch verkleinern, und man wird aufgrund dessen gekündigt, damit hier eine Flüchtlingsfamilie einziehen kann. Das könnte passieren. Ja, laut Stadt handelt es sich bei den betroffenen Wohnungen um Wohnungen aus den 1950er Jahren. Ja, da haben wir jede Menge in Deutschland. Siehe mal in vielen Altstadt oder in Innenstädten, da zerfallen ja schon die ganzen Wohnungen, weil die gar nicht mehr gewartet oder instand gesetzt werden. Bei den Preisen sowieso, wo alle kaum ein Handwerker zu bekommen ist, wo Strom, Miete, Material, Holz, Steine, alles richtig Mangelware und richtig teuer ist, dann ist das vielleicht für jeden Eigentümer auch eine Zumutung, jetzt die Wohnung in Stand zu setzen. Aber jetzt kommt ja der Druck von allen Seiten.
EU, die will ja auch die ganzen alten Wohnungen oder Häuser den Leuten enteignen, sollten die nicht auf den neuesten Energiepass umgestellt werden, wenn die nicht genug isoliert und nicht die neueste Heizung, nicht die Doppelverglasung und. Wenn das nicht geschieht, dann wird dieses Haus enteignet und dann vielleicht abgerissen. Man weiß es ja gar nicht, was da noch auf uns zukommt. Das ist ja schon eine glatte Enteignung, aber wir lassen uns das ja alles gefallen. Ja, den Mieterinnen und Mietern werden zeitnah modernere, bezahlbare Wohnungsraumangebote entsprechend der persönlichen Situation unterbreitet. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich eintritt. Ja, hier ist das jetzt zu Ende. Dann gucken wir noch mal eben hier auf ein paar Kommentare, die ich dann auch zeitlich habe, viele habe. Ja, nach dem Krieg haben die Menschen auch zu 6 auf 10 Quadrat gewohnt. Warum geht das nicht mit Flüchtlingen? Hauptsache ist doch, dass sie in Sicherheit sind, bis sie hoffentlich wieder. Ja, die werden ja nicht gehen. Die bleiben ja hier. Ne? Also die Stimmung wird schon kippen, das merkt man schon. Ne? Wir haben in der Schwätzerbude über 700 Pausenclowns, die von Migranten nicht genug bekommen können. Sollen die doch das als erstes jeder eine Familie aufnehmen? Da sind von uns gewählt und wohnen ja in erster Linie. Warte, haben sich die Politiker gemacht. Wenn das keine Diskriminierung, ja, sehe ich genauso. Diskriminierung, ja, ist der deutsche Bürger nichts mehr wert, dann haben die Flüchtlinge einen höheren Stellenwert. Alle müssen ja Opfer bringen, alle müssen sich ja einhaken, heißt das ja so schön, ne? Ja, genau, nach Hallamach, genau. So weit sind wir jetzt. Der Deutsche sitzt auf der Straße und die Ausländer winken vom Balkon zu uns Deutsche herab. Hier gibt es noch einiges. Nur noch eins, ja. Man muss sich wehren auf der Straße, ne? Man muss ganz klar sagen, erstmal Einwanderungsstopp. Sollen auch andere EU-Länder Flüchtlinge aufnehmen? Deutschland kann nicht die ganze Welt aufnehmen. Das zeige ich aber auch schon seit mehreren Jahren, sage ich das schon. Ne? Genau wie die Sanktionen, das kommt auch durch den ganzen Krieg. Wir können auch nicht die ganze Ukraine aufnehmen. Da macht man sich ja auch nichts vor. Und Polen eigentlich auch nicht. Da ist das ja genauso extrem. Aber gut, macht mal so weiter. Lass den Krieg noch weiterlaufen, noch verheerender, noch mehr kaputt schießen, und. Ja, schreibt eure Kommentare rein. Ich suche weiter nach Artikeln und bis demnächst.